Hallo meine Freunde, Zark wieder hier mit Let's Play Pokémon Mond. Beim letzten Mal haben wir waren wir auf der Wiese hier links. Genau, da habe ich glaube ich auch, genau, da habe ich ein Coriogel gefangen. Ich weiß schon, warum ich denen keinen Spitznamen gebe, damit ich den Namen lerne. Ich habe jetzt auch, hat man gerade schon gesehen, ein bisschen trainiert. Und ich habe auch nochmal zwei Pokémon gefangen. Das war einmal ein Wommel. Und einmal ein... Wo ist es? Corrego. Und ein Lilminip. Die habe ich einfach nur gefangen, damit ich 10 Pokémon habe. Damit wir uns später noch die Belohnung bei dem Dings antun können. Und ich hatte aber gesehen, dass ich hier noch eine Person noch nicht angesprochen habe, deswegen haue ich jetzt einfach mal einen Schutz rein, da ich das ja ein klein bisschen trainiert habe. Sind mir auch die Tränke so langsam ausgegangen, weil ich nicht zurückgelaufen bin. Hätte vielleicht zurücklaufen können und da trainieren können, aber nee. So. Huch, was ist das? Gelber Nektar. Okay. Wenn ich raten müsste, ist das für den Vogel. Gelber Nektar. Blütennektar von Mele Mele Blumenmeer. Ein bestimmtes Pokémon kann damit seine Form ändern. Nice, das heißt, ich brauche keine 4 unterschiedliche Fangen. Ich kann damit einfach die Form von dem ändern. Das ist gut. Das finde ich sehr gut. Okay, aber hier hatte ich noch nicht alles. Ihn hatte ich schon angesprochen. So. Hier oben haben wir ja Cosmog getroffen. Aber hier oben stand doch noch jemand. Hallo du. Sucht mir hier, ich fühle mich so geliebt. Das macht viel, so viel Spaß. Okay. Nichts Interessantes. Da geht es nur wieder zurück. War links noch irgendwas? Schutz wirkt nicht mehr. Ja, nimm mal Neues. So. Was haben wir denn? Ja, haben wir noch mehr Nektar. Ja. Das ist vielleicht ganz gut, den schon mal zusammen. Und hier haben wir noch Giftstich. Ich habe nur keine Giftattacken. Was war das? Hä? Ach so. Ich kann hier... Ah, ich kann den Pokésucher hier nutzen. Was haben wir denn hier? Okay. Suche zu... Ach so, bewege das Steuerkreuz. Okay, das Steuerkreuz macht Zoom. Zoom! Bleib stehen! Bravo! Okay. Wenn es sich nicht so schnell bewegen würde, wäre es vielleicht einfacher. Ich könnte auch einfach die... Dingessteuer nutzen. Das ist nur nicht ganz so leicht hier. Das Gyroskop zu nutzen. Oh, Moment. Da hinten liegt noch ein... Wie gemein. Da dem einen Felsen da liegt noch ein Item. Okay. Hast du vielleicht irgendeine Pose noch? Oder bist du nur... Zoomen wir mal ein bisschen näher ran. Klasse. Oh, und die restlichen verballern wir einfach. Ja, doch. Ausgezeichnet. Film ist voll. Okay. So, was haben wir denn da? Das ist ziemlich groß. Nehmen wir das. Ja. Und? Teilt. Teilt Kommentare. Wir bewegen. Servus, hast du das Foto bei Nacht gemacht? Naja, eigentlich nicht. Meine Mama findet das Foto auch toll. Diese Bewertungen sind herrlich. Wow, what? Okay. Bewertung, okay, ab 10.000 Punkte. Interessant. Okay. Gut, aber gerade gesehen, da irgendein Felsen, hier liegt noch ein Item. Moment. Aber hier unten war hier unten noch ein Felsen? Wo war der Felsen, den ich gerade... War der hier? Wo war der Felsen, den ich gerade gesehen habe? Da kann ich nicht hoch. Ich muss mal Schutz nochmal anschmeißen. Die Pokémon sind hier zum Glück nicht so stark. Moment. Wo ist hier noch ein großer Felsen? Wo ist hier da? Hey. Ein Superball. Nice. Hab mich vorher tatsächlich nicht gesehen. Die geht auch ganz schön weit hier runter, die Wiese. Was ist das? Nein, Schutzhalten will ich gerade nicht. Oh. Meereshöhle. Oh. Was haben wir denn hier? Hier haben wir erstmal neue Pokémon scheinbar. Was gibt es denn hier? Hier gibt es... Zubat. Ich glaube, ich hau einfach direkt ab.
Mauzi ist sowieso schnell genug, dass ich hier wegkomme. Level 10. Ja, okay. So. Dann gucken wir doch mal. Du. Was haben wir denn hier noch? Das ist groß. Wow. Das sind noch Items. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Noch ein Heilball. Das ist okay, falls ich was Cooles fangen möchte. Ja, ist okay. So, noch ein Zubat. Ist in Ordnung. Geh weg. Ich will gerade übrigens keinen Schutz einsetzen, weil mich interessiert, ob hier noch irgendwas anderes rumläuft. Weil hier war ich noch nicht drin, die Höhle kenne ich nicht. Du. Ist hier noch irgendwas? Da unten geht's noch weiter. Hallo. Encounter Rate geht aber tatsächlich gerade. Auf der Wiese hat man irgendwie mehr Encounter. Finde ich eigentlich ganz gut auch. Flucht. Mal flüchten. So. Da kann ich runterspringen. Okay, was ist hier? Ich will jetzt gerade nicht irgendwo runterspringen, wo ich nicht mehr zurückkomme. Da komme ich auch noch runter. Defug! Ich glaube, ich mache doch mal Schutz an. Okay, gibt's noch Dick da. Das ist nicht so wild, weil ich habe schon eins. Deshalb brauche ich das nicht. So. Und ich bin immer noch verlockt, mir noch einen Techniker-Mauzi zu holen. Weil das Mitnahme-Mauzi ist so... Weil Techniker gibt einfach so einen schönen Boost auf alles. Ich wollte Schutz einsetzen, genau. Schutz wollte ich einsetzen. Schutz. Habe ich auch, glaube ich, gar nicht mehr so viel von, ne? Schutz. Einen noch, super. Kann ich den jetzt auch verballern. Und natürlich sind die nächsten 100 Schritte. Keine Pokémon. Was ist denn hier ganz unten? Oh Gott, hier ist... Das ist ein Item. Was ist die Höhle? What the fuck? Kriege ich durch ein kleines Loch und dahinter ist eine Riesenhöhle. Was zum Teufel? Was ist dies? Da muss noch ein Item und da ist ein Ausgang. Ich will aber nicht durch den Ausgang durch. Ich will hier nach oben rumgucken. Was sagen? Hier wird da was rumliegen. Ein Sternstück. So. Okay, jetzt tauchen wir wieder Pokémon auf. Oh je. Das wird lustig. Zubats! So. Im Übrigen darf ich mal anmerken, dass die neue Sache, die eingeführt worden ist, von wegen, hey, Pokémon können jetzt Hilfe rufen, sehr nervig wird. Vor allem, wenn man am Trainieren ist und dann ein Pokémon oder ein Pokémon fangen möchte, dass es einen roten Bereich runterkloppt. Und dann ewiges Eis? What? Warum? Gibt's hier Eis-Pokémon? Oder Pokémon, die Eisattacken lernen können? Weil bisher habe ich... Habe ich bisher ein Wasser-Pokémon getroffen? Doch, Fleckmon habe ich getroffen, aber das lernt keine Eisattacken von alleine. Mir fällt gerade kein Pokémon ein, das ich getroffen habe, was von... Also wo ich es weiß, bei den neuen Pokémon weiß ich es natürlich nicht genau. Das von alleine Eisattacken lernt. Entweder gibt es hier noch irgendwo einen Bereich, wo man Eis-Pokémon fangen kann, oder hier gibt es irgendein seltenes Pokémon, was das kann. Das ist so merkwürdig. Ewiges Eis. Seltsam. Das Item kommt mir jetzt wirklich sehr komisch vor, dass ich das gefunden habe. So. Oben komme ich nur mit dem Dingens durch. Mit dem Pokémobil. Weil Zertrümmerer funktioniert ja anscheinend nicht. Okay, komme ich auch wieder hier am Ausgang raus. Jetzt bin ich in der Bucht. Okay. Okay, ich bin jetzt von da oben hier runter. Nur für eine... Okay, und da hinten könnte man, wenn man surfen könnte, auf noch zwei Inseln, so wie das aussieht. Laut Map. Okay, jetzt muss ich wieder hoch. Das ist eine interessante Höhle. Dass ich hier einfach mal so random reingehen kann. Und man die ziemlich leicht übersehen kann, weil ich habe die jetzt... wirklich durch puren Zufall gefunden. Defug. Aber gut. Finde ich schön, sowas.
Vor allen Dingen, dass das später scheinbar noch irgendwas ist. Nur was? Mal schauen. Ich sollte übrigens die Zubat eigentlich mal umknüppeln, damit meine Initiative steigt. Naja, so. Eieiei, so viele Pokémon, die hier gerade auftauchen. Und alles Zubats. So. Gibt's eigentlich, was ich bisher noch gar nicht gesehen habe, gab's die Massenbegegnung jetzt hier wieder auch? Oh. Ich habe keine Ahnung. Werden wir feststellen. So. Und da hoch wieder. Da oben war der Ausgang. Aber hier unten. Hatte ich hier unten alles? Da unten waren nur Wasser. Kann ich aber wahrscheinlich auch später drüber surfen. Hm. Okay. Einfach mal jetzt schon 10 Minuten verschwendet eigentlich nicht. Aber 10 Minuten einfach mal nur eine Höhle erkundet. Ist okay. Und Fotos gemacht, Höhle erkundet. Und versuchen wieder hier rauszukommen, weil hier ist die Encounter Rate verdammt hoch. Hallo Wommel. Wie geht's dir? Ich habe eins von dir schon. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die anderen beiden Pokémon, die ich jetzt gefangen habe, die waren auch schon wieder weiblich. Heißt, ich habe bisher nur weibliche Pokémon gefangen. Yay. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. So. Na du. Die. So. Wir hauen mal ab. Weil ich möchte dich gerade nicht. Darf ich bitte aus den Blumen raus? Die Blumen haben wirklich eine ziemlich hohe Encounter-Rate. Was mir so ein bisschen auf den Nerv geht. Aber naja. Ist halt so. So. Wommel. Wir gehen. Tschüss. So. Dankeschön, ich bin rausgekommen. So. Jetzt können wir aber weitermachen. Wir wollen ja noch den Inselkönig Hala herausfordern. Aber dafür müssen wir erstmal wieder zurück. Von Route 3. Ist hier irgendwas? Nein, aber wir gehen erstmal rechts rum. Wir sind zwar Trümmererfelsen und dahinter... Oh, da liegt eine Themen hinter. Ich glaube... Wer bist du denn? Unsere Reisesäge, Züchter, Herz auf. Das ist für euch. Eine Sanftglocke. Okay, danke. Okay. Mache ich gerne. Wenn ich denn wüsste, ob sich eins meiner Pokémon durch Zufriedenheit entwickelt. Keine Ahnung. Hier gibt's Habitak. Die. Eigentlich könnte ich mir einmal eins fangen. Ich glaube, ich fange mir das mal. Widerhall! Da ja, das ich ja letztens festgestellt habe, dass... dass Alola Mauzi scheinbar wirklich speziell ist. Und nicht physisch. Und ich deshalb am besten auf spezielle Attacken wechseln sollte bei ihm. Silberblick. Lass mich raten, du rufst jetzt nach Hilfe. Nein, tut's nicht. Sehr gut. Einfach nur ein Pokéball, komm. Da fällt mir gerade ein, Widerhall wird ja mit jeder Nutzung stärker, ne? Das könnte noch eine ziemlich gute Attacke werden. Habitak wurde gefangen. Das darf jetzt auf der Box rumgammeln, erstmal. Habitak wird ein Attack im Pokédex angelegt. Nice. Yay. Ich habe auch Mele gerade mal 10% gefangen. Wow. Bauern, deren Felder von Käfer-Pokémon befallen sind, schätzen Habitak wegen seines unstillbaren Appetits ganz besonders. Nett. Geh du mal in die Box. Ich habe noch 2 Käfer-Pokémon im Gepäck quasi. Könnte nicht so gut werden. So. Okay, hier gibt es eine TM. Ich glaube, sobald wir das irgendwie Pokémobil haben... dieses Pokémon, ich glaube, es ist Pokémobil. Man hat es ja schon in der Demo ausprobieren können. Ich glaube, ab dann... war das jetzt eigentlich wieder weiblich? Fällt mir gerade mal so ein. Ich glaube, ich habe bisher nur weiblich... Warum fange ich nur weibliche Pokémon? Das ist irgendwie weird. Egal. Okay. Also merken da oben... gibt's Dinges. Wer bist du denn?
mich als Profi der roten Karte und ich möchte zittern. Ich werde dir gegenüber, sobald. Was? Ich werde dir gegenüber, sobald du sämtliche Trainer auf 3 bezogen hast. Okay, ich habe jetzt nicht alle Trainer hier gemacht und ich werde die vielleicht offscreen machen. Aber ich werde nicht alle Trainer unbedingt immer mitnehmen. Okay. Moment, er gibt seinem Fukano ein Item zum Tragen. Interessant, normale Trainer, die Items verteilen. Trainerhoffnung Yai. Das ist ein komischer Name. Okay. Fukano. Mauzi, go. Hau rein. So, erstmal den Widerhall. Oh, macht noch nicht so viel Schaden. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Okay, das wird ein Feuerduell quasi. Weil, ich habe nichts gegen Fukano. Ich habe keine Wasser-Pokémon. Ich hätte höchstens mal Bula mit Bodner mit Lehmschelle. Und das ist dann nicht ganz so praktisch. Ach, fuck it. Machen wir einen Hypersprint. Obwohl, was macht der Silberblick? Angriff muss. Könnte auf Dauer mehr bringen als der Hypersprint tatsächlich. Aber es greift physisch an. Aber ne, halt. Ich greife dann. Wir machen mal den Z-Silberblick. Ich möchte mal sehen. So, Flamiau, hau rein. Mach den kräftigsten Silberblick, den du kannst. Achso, das ist dann einfach nur. Gibt keine besondere Animation dafür. Hä? Was hat er. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Hat er jetzt auch den Angriff gesehen? Nee. Hat aber meinen Angriff gesteigert. Okay. Also habe ich also richtig verstanden. Also können wir jetzt mit Kratzer aufhauen. Ja, ja, das macht guten Schaden. Ich glaube, das wäre so dann so auf Dauer. Da werden so Statusattacken. Wow. Was passiert dann? Das muss ich später unbedingt testen, wenn man sowas auf Genesung oder sowas einsetzt. Kriegt man, ob man dann einen höheren Boost bekommt? Die Kratzfurie. Nee. Oh, man wird nicht nochmal gefragt, ob man das wirklich nicht erlernen möchte. Okay, danke. Okay, ist das so? Ja, ist okay. Gebe ich meinen Pokémon Items. Und Supertrank. Okay. Wir kommen jetzt. Müssen noch kurz vor Lilii rauskommen, ne? Ja, genau. Wir sind kurz vor Lilii. Nice. War ich da unten? Da unten am Strand war ich. Da ist ein Bären. Bären, Bären, Bären. Die nehme ich mit. Eine Pilsifbeere. Noch eine Pilsifbeere. Okay. Kriegen wir was anderes? Nö, nur Pilsifbeeren. Okay. Ist okay. So. Jetzt renne ich aber mal ganz schnell. So. Jetzt müssten wir. Ja, genau. Jetzt sind wir wieder auf Route 1. Ja, genau, jetzt sind wir hier. Dann rennen wir jetzt mal ganz kurz. Da komme ich nicht durch. Ich habe das Gefühl, dass wir hier gleich noch das Pokémon-Mobil kriegen. Und dann Tauros. Und dann renne ich nochmal über die gesamte Insel. Wahrscheinlich. Was dann allerdings wahrscheinlich in einem Zusammenschnitt enden wird. Weil ich glaube, das ist nicht so spannend, wie ich nochmal über die Insel renne, zu gucken. So. Gehen kurz ins Pokémon-Center und holen uns hier auch Sachen ab. Denn ich habe mal die ganzen Dings aktiviert. So, hallo du. Ja, und zack. Ich habe 7 Geschenke für dich. Pokémon. Müssen wir das ansehen. Okay, muss ich Platz im Team schaden. Dann gib mir erstmal die Items. Gib mir die Items. Alle gleichzeitig. Das sind nämlich die Items,
Ja. Ja, okay, wir haben keinen Platz im Team. Okay, wir machen kurz Platz im Team. So. PC lädt. Man ist direkt. Nice, man ist direkt. Ah, es gibt jetzt nur noch. Hey. Okay. Sind die eigentlich. Ja, die sind tatsächlich alle weiblich. Geil. Sehr gut. So, wir legen mal kurz dich ab. Du bleibst wahrscheinlich auch weg. Und wir legen mal kurz Mauzi ab. So. Und dann holen wir uns mal kurz die Pokémon ab. Es sind nämlich zwei Stück. Yay, einmal das Mamfaxo. Das ist ja die aktuelle Verteilung. Oh, cool. Mamfaxo. Nice. So. Findet es essbar aussehen, Dingel, liest es diese auf und verschlingt sie in einem Haps. Deswegen steigt sein Gewicht von Tag zu Tag. Okay. Nein, mein Faxo kriegt keinen Spitznamen. Faxo kommt auch ins Team. Hält als Bonus ein Exemplar von des Relaxonium Z. Hier, bitteschön. Yay. Kriegen wir direkt die Z-Style. Ja, gib mir noch das letzte Pokémon. Das ist nämlich das Demo-Quajutsu. Das ich wahrscheinlich nicht benennen kann. Nein, wahrscheinlich nicht. Und kriege ich auch keinen Eintrag für. Und das legen wir auch ab, weil das wird nicht auf mich hören. Das ist nur Level 5. Okay. Ist halt das Demo-Quajutsu. Da. Nichts Besonderes. Außer halt die Fähigkeit Freundschaftsakt. Das sind goldene Zeiten. Nice. Zurückhaltung. Das ist gar nicht mal so schlecht, dass das Ding Zurückhaltung hat. Ha. Ich glaube, ich nehme es erstmal mit. Ob ich den sechsten Platz jetzt mit Dingens voll habe oder nicht, ist ja egal. Wenn ich ein interessantes Pokémon finde, kann ich ja meinen Faxo auch einfach weglegen. So. Quatsch. Dich wollte ich ablegen und du kommst auch mal in Box 8. So. Weil das Ding halt wird nicht auf mich hören. So. So. Klingklaue, Hacketack. Du kannst leider keine. Obwohl, du kannst den Heuler, ne? Normalerweise. Da ich ja im Moment eh kein Item habe, was ich Dicta geben kann, kann ich ihm auch. Ach Quatsch, nicht Bericht. Durr, nicht in den Bericht. Kann ich Dicta ja auch eigentlich einfach. Normium Z geben, ne? Da, Kristall. Kann ich das eigentlich auch schon. Kann ich das auch schon mal Faxo geben? Nee. Wirklich nur Relaxo. Okay. Naja. Gehen wir erstmal weiter. Mamfaxo trainiere ich dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Oder halt während ich den Zusammenschnitt mache. Oder halt, nee. Die Folge ist eh schon fast rum. Nee, wir gehen jetzt noch, glaube ich, nach oben. So, meine Pokémon sind geheilt. Ich hab doch geheilt, ne? Ja, ich habe geheilt. Gut. Level 14 sollte hoffentlich passen. Ich hoffe es. Ansonsten werde ich jetzt fett aufs Maul kriegen. Obwohl, bisher war das Spiel nicht gerade leicht. Also leicht nenne ich anders. Das war bisher wirklich nicht ohne. Aber ich glaube, wir werden erst beim nächsten Mal feststellen, was oben bei Lili jetzt auf uns wartet. Also ich würde mal sagen, ich bin Zaok. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.